Das Abenteuer im Wald. Drei Freunde gehen campen im Wald. Sie sind schon ganz aufgeregt, alleine zu schlafen. Die Freunde bauen ihr Zelt auf. Endlich dürfen wir alleine campen. Das ist so aufregend. Hey, Elisabeth, ist alles okay? Du siehst so seltsam aus. Ja, ist alles super. Die Freunde merken, dass Elisabeth ihnen etwas verheimlicht. Voller Schrecken bemerken sie, dass Elisabeth sich immer mehr verändert. Ihre Haare werden immer schwärzer und sie bekommt einen langen, schwarzen Umhang. Als es Nacht wurde, verwandelte sie sich komplett in eine Hexe. Hinter dem Busch ist etwas! Dann kam die dunkle Gestalt direkt auf sie zu. Als die Hexe und die dunkle Gestalt einander erblickten, schreite die Hexe: Ich will die Kinderesse, du scheiße Krach, die Sau! Nein, ich, du dummes, vergammeltes Kochi-Köstli! Du als rostig Stinkesöckli, wo im Kessel braten wurde ich! Du Affenkirn, wo von einem Stinktier gefressen wird! Verzeihung, wir müssten langsam gehen. Die Bösewichte hörten sie aber nicht und stritten einfach weiter. Die Freunde wussten, dass das ihre Chance war und rannten so schnell wie sie konnten davon. Als die Bösewichte das bemerkten, rannten sie ihnen hinterher. Sie sahen aber einen Baumstamm nicht, rannten hinein und starben. Und wenn die Freunde noch nicht gestorben sind, dann sterben sie noch.